zu der Zeit war Italien mein großer Lebenstraum. Das ist wohl wahr. Also, ich wurde in Schlesien geboren, und zwar am 1. Mai 1935 in der Nähe von Görlitz. Mein Bruder ist 2 Jahre älter und meine Schwester ist 7 Jahre älter. Und ich weiß noch einmal, hatte ich, nachdem ich Scharlach hatte, ist mein Herz nicht mehr so gewachsen, wie es hätte wachsen sollen, und war halt zurückgeblieben. Und dann hat der Peter seine ganzen Kameraden zusammengetrommelt vor mir und hat gesagt, also passt auf, meine Schwester hat ein zu kleines Herz und die dürft ihr jetzt nicht mehr so jagen. Und da war ich so stolz drauf. Wir haben also eine schöne Kindheit gehabt, bis dann eben 1939 der Krieg anfing und dann auch der Vater eingezogen wurde. Ich habe aber trotzdem eine gute Erinnerung dran, zumal ich als Kleinste sein verwöhnter Liebling auch war. Seit 44 August war er dann vermisst und wir haben ihn nie wieder gesehen und nichts wieder von ihm gehört. Wir sind dann, mussten dann im Ende Januar oder Mitte Februar 45 mussten wir flüchten. Und das war etwas, was ich als ganz tolle Abwechslung in meinem Leben gesehen habe. Denn wir kamen ja damals nicht weit raus. Wie habe ich mir die Hände gerieben und habe gesagt, oh toll, da passiert jetzt was. Ich habe aber nicht ahnen können, was da alles als Kind, ich war damals knappe 10 Jahre alt, was da alles auf uns zukommt. Und dann hat meine Mutter den Leiterwagen gepackt und wir sind eines Tages, kalten Wintertages, es war ein eiskalter Winter 1945 mit viel Schnee und eben sehr, sehr kalt, da sind wir mit unserem Leiterwagen losgezogen. Auf einer Landstraße, wo wahnsinnig viele Trecks schon unterwegs waren. Und dann sind wir bis nach Löbau in Sachsen gekommen. Und in Löbau haben wir zunächst in ein Haus gewohnt, dessen Besitzer schon geflüchtet waren oder eben nicht mehr da waren. Wir wurden da in dieses Haus eingewiesen und da haben wir, ich weiß jetzt nicht, ein paar Tage drin gewohnt. Und ich kann mich noch erinnern, unterm Bett, in dem Zimmer, in dem wir geschlafen haben, da stand so ein großer Topf mit Schweineschmalz, so ein Tontopf. Und diesen Topf haben wir Gott sei Dank mitgenommen, denn das sollte für längere Zeit dann unsere einzige Nahrung sein, neben dem Kommissbrot, das wir von den Soldaten bekommen haben. Und das hat dazu geführt, dass ich dann jahrelang kein Schweineschmalz mehr sehen konnte. Und da haben wir auch übrigens die Bombardierung von Dresden gehört. Das war am 13. Februar. Also da waren wir noch in Löbau. 13. Februar 1945, haben wir sehr stark gehört und sehr deutlich, weil es ja gar nicht so arg weit weg ist von Dresden. Und in dieser Schule waren wir dann auch einige Zeit, bis es hieß, wir werden jetzt verfrachtet nach Bayern. Wobei ich überhaupt keine Ahnung hatte, wo Bayern ist. Und wo das liegen könnte. Naja, und da angekommen sind wir am 8. März hier in Pfarrkirchen. Viel Schnee noch, hoher Schnee und eiskalt. Und da wurden wir am Bahnhof von Bauern mit ihren Pferdegespann in Empfang genommen. Wie das aufgeteilt wurde, wer zu wem kommt, das weiß ich nicht. Das war sicherlich irgendwie durchs Rote Kreuz, nehme ich mal an, schon eingeteilt. Und wir kamen dann eben auf einen Pferdewagen. Und der Bauer fuhr uns mit seinem Gespann nach Gerritsheim. Wir bekamen dort Essen. Vor allen Dingen Essen, was wir überhaupt nicht kannten. Wunderbare Mehlspeisen,
das war, also im Nachhinein war das wie jeden Tag Weihnachten für uns. Es gab Rohrnudeln, es gab Dampfnudeln, es gab Apfelstrudel, es gab Schmarren und alles Mögliche, lauter Süßigkeiten, die wir überhaupt nicht kannten und damals im Kriege auch gar nicht hätten machen können, weil es einfach die Lebensmittel dazu nicht gab. Ich habe dann ganz schnell Kontakte auch gekriegt zu anderen Kindern in meinem Alter. Und da war zum Beispiel die Zensi, die Ansneder Zensi und Obermeier Baral, mit denen war ich sehr befreundet und wir sind auch immer zusammen früh in die Schule marschiert. Waren 6 Kilometer bis zum nächsten Ort nach Neukirchen. Es gab ja damals noch keine Landstraßen, das waren Kiesstraßen. Und ich weiß nicht, wie lange wir da unterwegs waren. Und wir haben zunächst überhaupt kein Wort verstanden. Das war also tiefstes Niederbayern. Und da hat meine Mutter schon gar nicht. Und wir als Kinder natürlich auch nicht. Obwohl wir das dann sehr schnell gelernt haben, wir Kinder. Und haben ganz schnell Bayerisch gesprochen. Und so, dass unsere Mutter immer gesagt hat, wenn er mit mir spricht, dann spricht bitte Deutsch. Weil wie man auch eine Fremdsprache schnell lernt als Kind, so haben wir das eben auch schnell dort gelernt. Wir sind dann bis 1948 oder so, sind wir dann bei diesem Bauern geblieben und sind dann später noch ein Stückchen näher nach Pfarrkirchen rangezogen. Und von dort aus habe ich dann meine erste Italienreise gemacht. Das war 1955. Und das war schon relativ früh, denn es war gerade der Krieg 10 Jahre zu Ende. Und da ging das so langsam los, die Italiensehnsucht. Es gab viele Italienfilme, viele Lieder, Schlager über Italien. Und man hatte einfach das Gefühl, jetzt da musst du auch hin. Und das habe ich dann eines Tages gemacht über die Firma Sportcheck in München. Mit Zelten, im Bus und mit Zelten. Ich hatte so eine kleine Hundehütte, weil ich ja da alleine war. Und da sind wir zum Gardasee, zum Comersee und zum Lago Maggiore gefahren. Es war eine herrliche Sache und ich konnte mich überhaupt nicht satt sehen an diesen ganzen Schönheiten. Und ein Jahr später bin ich dann, oder 2 Jahre später, bin ich dann nochmal mit einer Freundin. Wohin denn? Nach Rimini, wo also dann ganz Deutschland eigentlich sich getroffen hat. Rimini an der Adria. Und da habe ich mir gedacht, es wäre doch schön, da zu leben. Und das hat mich überhaupt nicht mehr losgelassen. Und so bin ich dann im Jahre 1958, im April, bin ich dann nach Italien gefahren, nach Rom. Mein Wunsch und mein Ziel war eigentlich immer die deutsche Botschaft. Und als ich dann so eine Woche oder 2 Wochen in der deutschen Schule war, hörte ich, dass da jetzt eine weggeht aus der deutschen Botschaft, weil die das Klima nicht verträgt. Und dann fing ich am 2. November in der deutschen Botschaft an als Sekretärin. Und es war genau der Tag, an dem der Papst Pius XII. Beerdigt wurde. Und da war die ganze Botschaft leer. Also es war fast niemand da, außer die Diplomaten waren halt alle bei der Beerdigung und die Sekretärinnen, die saßen da. Und das war mein erster Arbeitstag dort. Und ich habe dann fast 7 Jahre dort gearbeitet und habe sehr viel gelernt. Es hat mir sehr viel gegeben, die Zeit. Ja, und das Allergrößte war ja 1960. Konrad Adenauer war auf Staatsbesuch in Italien und mit großem Gefolge natürlich. Und er kam eines Tages natürlich auch zu uns in die Botschaft und wir durften uns alle im großen Sitzungssaal aufstellen. Und er ging reihum und schüttelte jedem von uns die Hand.
Wir sind oft am Abend noch mit Kollegen oder mit Freunden zum Essen gegangen. Und ich habe mal einen Italiener gekannt, Franco hieß der, ein hübscher, wirklich gut aussehender Mann aus sehr guter Familie, aus Apulien unten. Und der war scheint auch interessiert an mir. Und ich habe den aber eigentlich immer wieder abserviert. Ich habe dann in Rom, habe ich dann, wie ich damals glaubte, den Partner fürs Leben gefunden. Der ist dann im Jahre 1964, Ende 64, wieder nach Deutschland zurückversetzt worden. Und ich war damals der Meinung, dass wir ein gemeinsames Leben vor uns haben. Und bin deshalb im März 65 ebenfalls wieder nach Deutschland zurück, weil er mich zum Teil auch dazu überredet hat. Obwohl ich mit einem wirklich weinenden und mehr weinenden als lachenden Auge zurück bin. Und siehe da, im September 66 kam dann meine liebe Tochter Bettina zur Welt. Und da war die Geschichte mit ihrem Vater immer noch nicht ausgestanden. Er hatte immer noch nicht sich entschieden. Jedenfalls habe ich dann meine Tochter gehabt und war sehr glücklich und sehr froh darüber. Und sie hat ihren Vater dann auch mal kennengelernt bei einer Abiturfahrt. Ich glaube, nur einmal hat sie ihn gesehen und naja, und zumindest weiß sie, wer ihr Vater ist. Naja, und dann bin ich halt geblieben. Und so hat sich das eben hingezogen. Dann habe ich hier eine Anstellung gefunden bei der Firma Laumer. Und das Ehepaar Laumer kannte ich schon früher vom Turnverein her und von Sportveranstaltungen her. Also wir waren sehr gut befreundet. Und in dieser Firma habe ich 30 Jahre gearbeitet. Wenn ich jetzt so zurückschaue auf all die Jahre, würde ich sagen, es war ein schönes Leben. Es waren schöne Jahre, besonders eben die Jahre in Rom. Und auch im Allgemeinen, ich bin eigentlich, sagen wir mal, ein Glückspilz. Natürlich, jedes Leben hat Höhen und Tiefen, hatte meins auch, aber das gehört auch einfach dazu.